Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. In der letzten Folge hat ja alles relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Da bin ich schon sehr glücklich drüber. Vor allem das Docken hat mal einigermaßen funktioniert. So, aber wir haben immer noch zu wenig Wissenschaftspunkte, denn in Kerbal hat man natürlich immer zu wenig Wissenschaftspunkte und wir brauchen mehr. Und dafür bietet sich doch einwandfrei an, eine neue Landefähre für Minmus, habe ich mir gedacht. Ich bin gerade nur am Überlegen, machen wir es auf die schwere oder auf die leichte Art? Ich hätte schon ein bisschen Bock auf die schwere Art, ne? Wir bauen mal erst, wir bauen erstmal den Lander. Hier die Landebüchse. Also, und wir haben ja ein paar Beinchen jetzt bekommen. Wir hatten ja bisher diese Mikrolandebeine und jetzt haben wir vernünftige Landebeine. Oh yeah. So, was macht denn am meisten Sinn? Wahrscheinlich 4 Stück. So. Ja, das sieht jetzt endlich mal nach einem vernünftigen Lander aus. Muss ich ja sagen, ne? Muss ich ja sagen. So, und an diesen vernünftigen Lander kommen wir jetzt erstmal ein Terrier-Triebwerk. So. Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Ich überlege gerade, man könnte es auch so Apollo-mäßig machen. Dass wir das obere Teil dann, dass wir die Crew im oberen Bereich haben. Mit unten nur den Tank. Wartet mal. Wir machen das anders tatsächlich. Kann man einen Tank als Hauptteil machen? Ja, ne? So. Und dann diesen Tank. Der ist eigentlich ein bisschen groß, ne? Wie ist denn das mit den Landebeinen? Wir versuchen es jetzt mal besonders kompliziert, einfach weil es mich interessiert, ob das so funktioniert. So, so sieht es eigentlich gut aus. So, das hier ist unsere Landefähre. Aha. 80 bis 315. Schub im Vakuum. Effizienz. Nee, aber es ist nicht effizienter als das. Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn. Okay, gut. So, und da kommt jetzt ein Entkoppler dran. Da kommt jetzt ein Entkoppler dran. So, und das hier bleibt dann einfach zurück auf Minmus. Und da oben drauf kommt dann quasi... Das ist viel, viel zu groß, ne? Nee, ich bin nicht so zufrieden damit, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so zufrieden damit. Gar nicht zufrieden. Es wird jetzt ein bisschen eine Bastelei, aber... Ich meine, man muss ja auch zufrieden sein mit dem, was man hier fabriziert. So, so ist, glaube ich, besser. So, und dann hier ein Terrier-Triebwerk dran, genau. So, dann hier obendrauf quasi nochmal ein Terrier-Triebwerk. Und da kann da ein bisschen größerer Tank... Ja, eigentlich auch nicht. Da kommt auch so ein Tank dran. Wie ist denn das hier, wenn wir von Minmus starten wollen? Dann hätten wir 2600... Ja, okay. Das ist mehr als genug. Und dann die Crewkabine. So.
dann hier so eine ausfahrbare Leiter vielleicht? Wie ist denn das? Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Die muss nicht bis ganz nach unten. Wir können ja hochspringen, ne? Okay, das ist cool. Nee, nee, das kommt da gar nicht drauf. Sondern da kommt jetzt eine Undock-Geschichte dran. So, so ein Klemotron Junior. So. Das hier ist unsere Landefähre. Und jetzt ist es so, dass wir noch eine Kapsel brauchen. Mit noch einem Klemotron Junior. Und dann brauchen wir noch einen Entkoppler. Einfahren. Ist das jetzt vernünftig verbunden da? Ja? Ich glaube schon. Ich will es mal hoffen. Ich will es mal hoffen. So, das ist ein Koppler. Und da ist jetzt ein Tank dran. Und auch ein Terrier-Triebwerk. Wo ist es denn? Triebwerke, Alter. Terrier-Triebwerk? So. Soweit, so gut. Dann, ihr habt schon wahrscheinlich schon eine Ahnung, was ich vorhab. Und denkt schon, oh nein, nein, nein. Don't do it. Aber doch. Doch, doch, doch. Ja, das ist ein bisschen wack. Den großen Akkukasten haben wir gar nicht. Okay, dann müssen wir hier tatsächlich ein paar mehr Akkus dran machen. Ist ein bisschen arg viel, ne? Vier sollten eigentlich reichen. So, und dann brauchen wir noch Solarpanels. Zwei. Sollten auch hier reichen. Ausfahren. Ja, sieht okay aus. Einfahren. So, dann brauchen wir noch warte, es fehlt noch was. Und zwar fehlt hier zwischen noch ein Entkoppler. Und was auch fehlt, ganz wichtig, sonst haben wir ein Problem. Ein Hitzeschild. So, dann der Koppler. Und dann das Ding. Da, genau. Und dann brauchen wir noch. Oh, eine Antenne können wir noch dran machen. Die ist eigentlich zu groß, ich weiß, aber ich finde die cool. Die irgendwie einfahren oder so? Nee. Okay, die ist da halt so dran. Die ist aber auch cool. 2G, 2G. Nee, eigentlich ist das besser. So. Das ist jetzt besser für einen Kommunikationssatelliten, aber da brauchen wir im Moment noch keinen. Wir können mal drüber nachdenken, ob wir vielleicht um den Moon oder um Minmus einen Satelliten kreisen lassen, damit wir nicht so die Empfangsprobleme haben, aber ja, mal gucken. So, die Klappe, wo die rausgehen, ist ja hier. Das heißt, wir können hier links und rechts auf jeden Fall was hinbauen. Und da würde ich jetzt einfach mal zwei dicke Fallschirme dran machen. So. Aha, aha, aha.
Ich habe sicher fast alles vergessen, aber ist egal. Ja, wissenschaftliche Experimente. Müssen wir eigentlich auch noch mit auf die Landefähre nehmen, ne? Eieiei. Ob das eine gute Idee ist, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber macht schon ein bisschen Sinn. Und hier können wir theoretisch auch noch einen Science Junior dran machen. Ja. Dann kann man hier noch die üblichen Experimente dran machen. Also den Schleim und ein Barometer. Ein Thermometer. So. Ein Experimentlagermodul brauchen wir eigentlich gar nicht unbedingt. Was wir noch brauchen, sind diese Dinger hier. Da müssen wir jetzt überlegen, wo die Sinn machen. Am besten machen wir die einfach da und dahin. Und außerdem noch da. Das macht das nicht so schlau. Machen wir mal die Dinger. Bisschen höher. Und dann hier Steuerdüsen. Und dann aber auch hier unten noch welche. So, und dann brauchen wir noch Tanks für Monopropellant. Und da ist die Frage, haben wir da mittlerweile nicht irgendwie einen besseren? Der ist für... okay. Externer Treibstofftank. Der wäre hierfür irgendwie sinnvoll, ne? Das würde auch den Masseschwerpunkt ein bisschen nach unten versetzen. Also ich bin nicht vollständig überzeugt. Muss ich ja sagen. Ich bin nicht vollständig überzeugt, aber könnte was werden. Kann man die? Oh, es geht sogar. Okay. Aber das ist ja jetzt halt für normalen Treibstoff, ne? Ja. Jetzt haben wir immer noch keinen Monotreibstoff. Monotreibstoff bekommen wir offenbar nach wie vor nur von diesen. Hier. So geht's. So, und hier unten brauchen wir auch noch Monotreibstoff. Da können wir auch ein bisschen mehr dran machen. So. Okay. Kommunikation haben wir da dran. Könnte ich jetzt zur Not auch noch einen Kommunikationsschirm dran machen. Weiß nicht, ob wir einen brauchen, aber lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. So. Da ist die Leiter. Ah, warte mal. Das geht sogar. Krass. Okay. Das ist das, das ist das, das ist das. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich eh schon eine Ahnung, was wir vorhaben. Und ich weiß, dass das absoluter Overkill ist, aber ich habe irgendwie Bock, das so zu machen. ja.
Das ist gut. Falls sie auf der dunklen Seite landen. Vier. Kann man ein bisschen Licht machen. Okay. Also. Oh, ich hoffe, wir haben alles dabei, ne? Hier oben sollten wir vielleicht noch Batterien dran machen. Nur zur Sicherheit. Strom, Batterien. Zwei sollten aber da reichen. Ja, aber machen wir die mal einzeln. Ich würde die dann einmal dahin und einmal dahin machen. Und dann hier nochmal die Experimente einfach ein bisschen verschieben. So, die können ja auch dahin und das da kann dahin. Das passt dann schon. Okay. Soweit. So, okay. Dann brauchen wir ein Fairing. Brauchen wir ein Fairing? Ja, doch, wir brauchen auf jeden Fall ein Fairing. Ein Fairing. Und zwar, ist das nicht bei Aerodynamik? Wo war denn das nochmal? Kopplung, Nutzlast, Nutzlast. Dann müsste dieses Fairing ja potenziell reichen, oder? Das sieht eigentlich gut aus. Ist halt ein riesiges Schiff. Ja. Ja gut. Nein. Das sieht ein bisschen lächerlich aus. Gebe ich ja zu. Aber es hilft nichts. Was muss ich hier nehmen, damit wir alles verschieben können? Weiß ich nicht. Was ist, wenn ich hier sowas drin mache? Kann ich es anhand von dem? Nee. An welchem Teil ist jetzt alles gekoppelt? An dem. Also am ersten, das wir gebaut haben, ist eigentlich klar, aber ist nicht ganz einfach, das so rauszufinden. So. Was passen da jetzt für Tanks dran? Die guten. Sehr gut. So, wir brauchen jetzt Schub. Und wenn ich sage Schub, dann meine ich Schub. So. Das Ding muss nicht lackiert sein. Lack ist nur Gewicht. Ich glaube hier nicht, aber so im Prinzip. So, und dann haben wir nämlich hier ein neues Triebwerk. Und zwar so ein richtiges Monster. Sehr gut. Dann brauchen wir Hydraulikverbinder. Oder hydraulische Entkoppler, besser gesagt. So. Und Booster. Werkzeug verschieben. Okay. Und ein Spitzchen drauf. Aerodynamik. So. Okay. Das sieht ja im ersten Moment gar nicht so schlecht aus. Hier machen wir Autostreben rein. Und hier machen wir am besten auch Autostreben rein. Und hier machen wir am besten auch Autostreben rein. Und hier machen wir am besten auch Autostreben rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt mega stabil ist, aber könnte es. Alter, das ist riesig. Minmus Landing Orbiter. V1. So. Ich habe mit Sicherheit irgendwas verkackt. Also ich bin mir
fast zu 100% sicher, ne? Aber mal gucken. Jebediah darf mitfahren. Jebediah, that's your turn. Oh, ja. Jetzt weiß ich, was ich verkackt habe. Und zwar an dieser Stelle. Da müssen wir nochmal das Fairing wegmachen. An dieser Stelle. Müssen wir noch was zwischenbauen. Was ist jetzt das Bessere und Neuere? Das hier ist, glaube ich, das Bessere und Neueste. Oder? Shit, was ist das Bessere? Das ist teurer und braucht mehr Strom. Ich würde mal behaupten, dass das das Bessere ist. Warte, wir brauchen hier eine Wartungsbucht. Wo ist sie denn? Wartungsbucht. Kühlmodule. Kühlmodule, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, wofür man die braucht. Haben wir bisher, glaube ich, noch gar nicht gebraucht. Adabe, Nutzlast. Das macht Sinn. So, und dann öffnen. Oh, klatschen wir das Ding hier rein. Also das ist ein Bordcomputer. Ich bin mir gerade nur nicht ganz sicher. Und was vielleicht sinnvoll wäre, hier zwischen zu machen. Ist noch so ein fetter Linear Gedönse. Und hier kann noch ein kleines Reaktionsrad oben drauf, genau. Also ich hoffe, das ist der bessere. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist der Hex. Schließen. Speichern. So, verlassen wir nochmal kurz. Wir gucken nochmal nach. Und zwar in der Forschung. Der letzte, den wir freigeschaltet haben, ist der Hex. Okay, passt. Gut. Dann ist das in Ordnung. Verkleidung bauen. So. So. Na. Schön spitz. Schön wenig Luftwiderstand. So. Okay. Starten. Ich bin sehr gespannt, ob das was wird. Denn es ist möglicherweise ein bisschen groß geworden. Ach, Moment. Eine Sache haben wir vergessen, aber die ist nicht so schlimm. Zwei Sachen haben wir vergessen. Eine Sache, die ist jetzt nicht so schlimm. Die können wir schnell nachbauen. Wir hätten es auch noch gemerkt. Wir könnten noch Winglets dran machen. Die uns vielleicht beim Steuern helfen. Ich weiß es nicht, aber probieren kann man es ja mal. Ja. Und was aber auch noch was eigentlich gefehlt hat. Wo ist es denn? Struktur. Genau. Oh, oh. So, das hier war für alles, ne? Nee.
der Hammer für alles. Okay, ist ein bisschen zu tief. So. Passt schon. Gut. Das war das eine. Und das andere ist natürlich hier, dass das die Booster und das Haupttriebwerk sollen natürlich gleichzeitig zünden. Dann sollen die Booster abgesprengt werden. Dann das Fairing. Moment mal, hier zwischen dem Fairing. Da ist ein Triebwerk drunter, ne? Ja, ja, da muss noch eine Koppler dran. So, ich glaube, es geht noch. Ja, wir hatten noch ein bisschen Luft. Genau, also das hier. Das hier zündet alles gleichzeitig, genauso wie das hier. Alles gleichzeitig, volle Kanone. Dann werden die Booster abgekoppelt. Dann das Fairing weggesprengt und jetzt können wir ruhig in zwei Steps machen. Erst Fairing weg und dann das da raus. Fairing können wir vielleicht davor raus machen, mal gucken. Dann brauchen wir dieses Triebwerk. So. Und der Rest ist dann fast nicht mehr relevant. Weil wir den eh individuell steuern müssen, aber die Fallschirme auf jeden Fall zum Schluss. Und das alles in Einzelsteps. Das müssen wir alles individuell steuern. So, ich hoffe, das passt so. Speichern, starten. Wir haben 8100 Meter pro Sekunde und eigentlich brauchen wir für Min muss, glaube ich, 4600 oder so. Gut. Aber wir wollen uns davon nicht abhalten lassen. Oh, ich habe mein Stream Deck noch nicht aktiviert, auf dem ich meine ganzen Tasten habe, weil ich sonst die Tastenbelegung immer vergesse. So, SRS an. So, wie ist es denn Schubgewichtverhältnis? Okay, wir müssen nicht vollen Schub geben. Also es reicht, würde ich sagen, wenn wir so viel Schub geben. Die Booster können aber volle Kanne herausfeuern. Okay. Versuch 1, Start. Also ist ein schweres Drum. Aber wir haben hier Feuer. Also richtig. So. Mal gucken, wie es hier um den Gravity Turn steht. Wir sind natürlich schon sehr schwer, ne? Das muss man sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ne, der kann jetzt wenigstens die beiden Sachen. Die konnte der andere, glaube ich, noch nicht, ne? Bin mir jetzt unsicher, aber ich glaube. Und weitere Sachen können dann nur die besseren. Ich weiß nicht, ob es einen gibt, der alles kann. So. Tschüss, Booster. Wir sind bei 14 Kilometer. Sollten wir langsam mal hier Richtung 45 Grad gehen. So, ich lasse mal hier ihn machen. So. 50. 60. Ich würde mal sagen, wir gehen da auf so einen 80 Kilometer Orbit. 70. 80. So.
Was wird denn das jetzt hier? Es gibt überhaupt keinen Grund, warum das Ding jetzt sowas macht. Aber wir können das Fairing schon mal weghauen. Das ist nicht das, was ich mir, wie ich mir das vorgestellt habe. So, Manöver hinzufügen. So. Ich weiß. Irgendwann muss ich lernen, das ohne Manöver zu machen, aber erstmal bin ich ganz zufrieden damit. 80 und okay, ist ein bisschen arg viel. Das war ein bisschen. Weil man diese Sprünge, wenn ich im Mausrad drehe, ich weiß nicht wieso. 104. Da, schon wieder. Ich habe nur einen kleinen Klick mit dem Mausrad gemacht. Ich will nur einigermaßen zirkulären Orbit. 89, 79. 79, 91, ja, es passt schon so. So, wir müssten eigentlich schon zünden. Das heißt, ich bewege mal kurz hier drauf und dann machen wir Feuer. So. So, jetzt kann man rechtläufig machen, weil rechtläufig und Manöver genau übereinander liegen. So, weil das Zeug, was hier drin ist, das können wir noch verheizen. Da habe ich jetzt wenig Stress mit. Okay, nee, jetzt müssen wir korrigieren. Vielleicht sogar noch ein bisschen so korrigieren. Kilometer, das ist Käse. Okay, das ist ein ziemlich bescheidener Orbit. 74 und 200. Okay, eigentlich müssten wir das nochmal kurz bremsen. Ist die Frage, ob wir das hinkriegen mit dem riesigen Tank. Nee, wir sollten uns nochmal drehen. Der Tank ist eh fast leer. Wir werden den jetzt los. Dann ist das Problem nämlich auch Geschichte. Weil der ist natürlich viel zu schwer gerade. So, das war das. So. Tschüss, Tank. Keiner mag dich. Fall am besten auf die Erde. Das wäre das Beste für uns alle. So. Ja, es ist jetzt suboptimal alles, aber... Beziehungsweise können wir jetzt rückläufig uns drehen. Wie sieht es denn aus mit elektrischem Strom? Noch kein Stress, okay. Aber wir können zur Not die Solarmodule ja schon mal ausfahren. Tut ja auch keinem weh. So. Okay, lassen wir das. Das verbraucht für meinen Geschmack zu viel Treibstoff. Dann ist es jetzt so, wie es ist. So, Minmus wollen wir. Und der hat aber hier eine andere Bahn. Der ist so schräg unterwegs. Das heißt, wir müssten an dieser Stelle hier ein Manöver einfädeln.
Minus 1,2 Grad, minus 0,8, minus 0,5, minus 0,3, 0,2, 0,2, immer noch 0,2. Ich glaube, besser kriegen wir es gar nicht hin, ne? Doch, minus 0,1. Kriegen wir es noch besser hin? 0 Grad. Oh, das ist gut. Das ist gut. So. Stabilitätsassistent. Beziehungsweise wir spulen mal vor zum Manöver. Denn wir drehen uns ja auch noch. Da macht es unter Umständen wenig Sinn, uns jetzt aufs Manöver auszurichten. Sondern korrigieren wir erstmal unseren Kurs. Oder was heißt korrigieren? Wir passen jetzt unsere Bahnneigung der von Minmus an. Boah, gleich beim ersten Start in den Orbit geschafft. Das funktioniert zu gut, sage ich euch. Das funktioniert gerade zu gut. Nein, ja. Ich habe zu weit vorgespult. Ich bin dumm. Ich bin dumm, ich bin dumm. Ah. Oh, das ist, wenn man so... Ich habe es gerade noch gesagt, ne? Ich habe es gerade noch gesagt, wenn man zu gierig ist. Also, dass alles funktioniert hat. Und dann war ich zu gierig und dann... Ah. 11 Grad. Huch, falsche Richtung. Sogar 0,14. 0,11. 0,3. 0,3. 0,1. Es ist zwar 0,1 normalerweise nicht so schlimm, aber 0,0. Da wirst du wahrscheinlich sowieso nicht perfekt treffen, das Manöver. Wäre es mir lieb, wenn wir es zumindest vernünftig so vernünftig hinkriegen. So. Gut, dass ich das eine Linearrad mitgenommen habe. Ich glaube, das war eine schlaue Sache. Wir hätten zwar alles mit RFS auch machen können, aber das ist ja wirklich Quatsch. Ich hoffe nur, mein Plan geht auch auf. Moment mal. Ich hab Jebediah vergessen. Ich habe ihn noch eingeladen, aber ich bin dann nochmal zurück und dann ist er wahrscheinlich Oh Gott. Boah, ist das belastend. Das hat alles so gut funktioniert. Und dann habe ich einfach den Piloten vergessen. Oh mein Gott. Wow, war das dumm. Also das war jetzt schon... Oh Mann. Ja, so viel Schub will ich gar nicht, aber so viel Schub ist schon okay. So, hallo Jebediah. Ich hab's nicht... Es hätte mir eigentlich auffallen müssen, weil ich nicht die Manöverpunkte habe. Also die ganzen SAS-Einstellungen. Es hätte mir auffallen müssen. Ich gebe es zu.
Ja, vielleicht kriegen wir das ja sogar noch einen Ticken besser hin als vorher. Okay, wir haben noch Resttreibstoff. Okay. Wir sind sehr schnell. Aber ist schon okay. Die Atmosphäre wird dünner. Da ist es okay. So, wir sind eigentlich noch zu steil. Aber wir haben genügend Treibstoff dabei, dass wir das ausgleichen können mit einem Manöver. Weil wir sprengen den fetten Tanker dann eh ab nach dem Manöver, deshalb. Ja, mein Gott, haben wir ein bisschen. Verschwenden wir ein bisschen was. So. Dann gehen wir hier hin, Manöver hinzufügen. Dann kriegen wir dieses Mal vielleicht auch eine schöne Bahn hin. Huch. Nicht so ein Unfall wie das letzte Mal. Hey. Boah, das ist mit diesem Gespringen, ne? Ich weiß nicht, was das ist. 83. Ja, ist noch zu. Ist noch nicht so schön. 121. 100. 98 und 82. Ja, okay. Schöner kriegen wir es nicht hin. Aber wir haben auf jeden Fall noch genügend Treibstoff dabei. Und wir haben jetzt auch Jebediah, der das Ganze ein bisschen schöner steuern kann. So, Sferin kann weg. Dann sieht er auch was. Und muss nicht nur auf Instrumentenflug gehen. So, wir haben Zündzeitpunkt auf 50%. Das passt. Und dann gehen wir im vollen Schub rein und dann passt das. So, 5, 4, 3, 2, 1, Feuer. So, 1600 Delta V verheizen wir jetzt. Aber es macht wohl Sinn. So, gucken wir mal. Ja, also mit dem Piloten muss man sich so viel weniger Gedanken machen. Ne? Man klickt einfach da drauf und konzentriert sich nur hier und hier drauf. Wenn er jetzt noch automatisch den Schub stoppen würde und so. Muah. Ah, dann wäre wahrscheinlich das Spiel zu einfach. So. Zäh, aber es passiert was. Meter pro Sekunde. 94 und 3. Oh, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Es ist definitiv gut, würde ich sagen. So, na dann. Tschüss, Sikorsky. So, kleines bisschen beschleunigt. So, der Tank ist da halt jetzt, ne? Der ist jetzt. Ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwann mal wieder. Der wird jetzt wahrscheinlich für immer hier alles umkreisen, weil wir jetzt eine stabile Bahn haben, aber egal. Ah, wir haben Türbe da, ja. Okay, jetzt möchte ich aber noch den. Trotzdem hier. Die Bahnneigung korrigieren. So. So, Manöver hinzufügen. Ach, Quatsch. Was mache ich denn? Manöver hinzufügen. So. 3,0. Hier sieht man es jetzt auch gerade schön, ne? 0,2, 0,1. 0,0 Grad. Okay. Vorspulen. So, eine Minute gibt er uns ja immer. Dann aufs Manöver ausrichten.
Ich meine, wir haben noch 4200 Meter pro Sekunde dabei. Und wir sind schon in unserem Orbit. Also wir sollten wirklich genug Treibstoff haben. Aber man weiß ja nie. Vor allem, ich habe ja auch ein bisschen einen anderen Plan als gedacht. Ne? Boah, ist genau senkrecht. Lustig. Ein bisschen anderen Plan als so zu den üblichen. Ein bisschen komplizierteren Plan. 3, 2, 1. Hui. Das dauert aber ganz schön lange. Na gut, es ist ja auch eine Menge Delta V, das da rein muss, ne? Was ist das Dreieck eigentlich? Das ist antinormal. Ah, okay. Ja, weil wir genau so stehen. Ne? Macht Sinn. So. Es sieht eigentlich soweit alles ganz gut aus. Es passiert genau das, was wir wollen. ...0,2 Meter pro Sekunde daneben. Easy. So. Das sieht doch an und für sich schon mal ganz gut aus. Dann können wir uns wieder schön gerade drehen. Und, bevor ich es vergesse, weil ich vergesse das das nächste Mal und dann wundere ich mich, dass wir keinen Strom mehr haben. Ich klappe noch die Solarpanel aus. Und dann würde ich sagen, sieht das für heute ganz gut aus. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir uns auf den Weg zu Minmus machen und ich fürchterliche Dinge tun werde. Mit zwei Modulen. Sitzt eigentlich Jebediah hier drin? Nee, Jebediah sitzt sogar schon im richtigen Part. Sehr gut. Alles klar. Gut, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.